Weiter geht's. Wir versuchen's noch einmal. Ich hoffe, dass es diesmal was wird. Ansonsten, nach diesem Try werde ich versuchen, vielleicht erstmal dann doch das Täter anzunehmen. Guck mal, was das für eine Mission ist. Warte mal. Gar kein Fahrzeug, ne? Da habe ich es in der Garage gespeichert. Ja, egal. Bei uns einfach von dem Homo hier die Karre. Vielleicht kriegen wir es ja diesmal hin. Ich muss halt irgendwie zusehen, ob ich, dass ich die auf jeden Fall vorher schon irgendwie töte. Und sobald die down sind, sollte es ja leichter sein. Es ist halt nur wirklich sehr, sehr, sehr zeitaufwendig, die beiden, ja, sag ich mal, BMWs da zu zerstören. Aber wir probieren es. Das Lied, Alter, das ist so geil. Kommt, Jungs, folgt mir hier hoch. Nicht. Aber das Ding ist, nicht den ein. Na, okay. Ich dachte vielleicht, dass ich schaffe, den Truck in Brand zu stecken und den Kollegen ja auch. Aber der andere. Ach da. Wir können ruhig mein Fahrzeug in Brand stecken, weil... Nein! Weg! Oh, okay. Das ist scheinbar wirklich scheißegal. Die Polizei interessiert sich, egal auf welche Art und Weise die sterben, einfach nur dafür, dass die tot sind. Das ist doch unmöglich. Wie kann man denn die Polizei dodgen am besten? Sie können uns gerne pushen. Versuchen wir hier diesen Strafe-Glitch, den es ja in den GTA-Teilen gibt. Dass man einfach, wenn man links und rechts strafe, dass man ein bisschen Speed aufnimmt. Jo, alles klar. Chill mal. Boah. Das sieht sehr gut aus bis jetzt. Wir sind nicht mehr weit. Wir sind schon fast am Ziel. Wir sind fast am Ziel. Nein! Ey, bitte das Fahrzeug nicht vorher zum Explodieren bringen. Ey! Dummer Cop, Alter. Ey! Wird dein Ernst? Verfickter Scheiß-Cop, Alter. Mann! So eine Kacke, ey. Ah! Es war so gut. Oh, nein! Ah! Ey, das ist doch unmöglich. Wie kann das Spiel, diese hässliche Kack-Sandbox, einen so einen heftigen Strich durch die Rechnung machen? Das ist ja unfassbar. Boah. Nee, das ist nicht wirklich passiert gerade. Das ist wirklich nicht verdammt nochmal passiert. Ich muss nochmal probieren. Weil es hat ja offenbar irgendwie geklappt. Okay, dann versuchen wir es einfach, während diese Forelli-Typen uns verfolgen, einfach zu machen.
haben wir vielleicht keine Bullen am Hals, die uns abfacken. Und vielleicht bauen die in der Zeit ein paar Unfälle, dass sie sich vielleicht überschlagen oder die Karre von denen in die Luft geht. Aber gut, wenn die in die Luft geht, dann haben wir halt das Problem, dass die Bullen uns dann doch wiederum am Hals hängen. Habt ihr das gesehen? Er ist ganz normal spazieren gegangen, auf einmal schießt er auf uns so beim Vorbeilaufen. So von wegen, so als ob er uns gegrüßt hat. Ey, das war jetzt... Das war ja sowas von Scheiße von dem Spiel. Assis. Richtige Drecksassis, diese scheiß Polizisten, ey. Die mich abgefuckt haben. Ja, natürlich bleibe ich an dieser Kacklaterne hängen, Alter, weil ich diese Frau nicht umfahren wollte. Um ja keinen Polizeistern auf mich zu ziehen. Boy, oh boy, oh boy. Aber ich probiere es trotzdem mal mit der Technik, die ich am Anfang ausprobiert hatte, dass ich die ein bisschen zuparke. In der Hoffnung, dass es vielleicht klappt. Aber ich glaube, ja, die Cutscene, der Cutscene ist das, glaube ich, vollkommen egal. Ja, wobei, der eine hat Probleme. Ah, jetzt kommt er. Oh! Das Fahrzeug ist jetzt wiederum doch sehr, sehr, sehr langsam. Wahrscheinlich hat das was mit dem Päckchen zu tun. Es hat sowas von was mit dem Päckchen zu tun. Ich hab eine Idee. Ey, Leute, ich habe eine Idee. Wir probieren es gleich nochmal. Ich habe wirklich eine super geile Idee, dass wir das Fahrzeug wegschieben. So weit wie es geht, so weit wie ich es schaffe, schieben wir das Fahrzeug einfach weg. Oh no. Und steigen dann einfach kurz vorm Ziel oder so ein. Wie sieht's denn damit aus? Funktioniert das? Würde dieser Ansatz vom Prinzip her funktionieren? Ja. Halt's Maul, Alter. Kann ich gleich neu laden. Das probieren wir jetzt aus. Ah, gut, einerseits, ich darf es nicht allzu weit schieben, weil das Fahrzeug nimmt natürlich davon auch Schaden. Aber es könnte auf jeden Fall funktionieren. Wir probieren es. Wenn das funktioniert, das wäre super, super, super geil. Boah, das wäre wirklich der Plan. Das wäre der ultimative Plan. Nachdem ich es eigentlich fast geschafft hätte, aber dieser blöde Bulle das Auto und mich weggeschoben hat und ich gestorben bin und das Auto nicht mehr im Bereich war, war natürlich die Mission dann fehlgeschlagen. Scheiß Bulle, Alter. Ich hoffe, ihm trifft beim Scheißen der Blitz, ey. Was geht ab, Mann? Beautiful. Just beautiful. Ey, was ist denn das jetzt? Das kann doch nicht wirklich deren Ernst sein. Guck mal, der zieht mich doch jetzt wieder raus. Mein Gott, Alter, das Spiel macht einem wirklich nur Probleme, ey. Cinematic Camera. Oh, die GTA 1 und 2 Kamera. Geil. Ich hab ganz vergessen, dass es die hier auch noch gibt. Aber wir probieren es jetzt, das Auto einfach weit wie möglich wegschieben, damit wir diese Gewichte da vielleicht auch gar nicht mitnehmen, weil ich glaube, diese Päckchen haben damit was zu tun. Alles klar. Scheiße. Okay. Ich muss es auf jeden Fall vorsichtig machen. Oh Mann. Ah, Trial and Error. Aber ich glaube, das könnte funktionieren. Das Prinzip, was ich mir jetzt überlegt habe. Also man muss hier wirklich dreimal um die Ecke denken, um sich das bestmöglich alles vorbereiten zu können.
Mann, die Karre ist auch schon bald im Eimer. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass auf jeden Fall die Fahrzeuge viel weniger Schaden aushalten als im Originalspiel. Ich vermute es zumindest, dass es so ist. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir den Karren... irgendwie hier wegkriegen, ey. Zumindest wenigstens, ja okay, ein Stück vielleicht, damit wir diese scheiß Gewichte da nicht abbekommen. Von der Beschleunigung her geht's ja jetzt eigentlich. Wenn wir die jetzt irgendwie abhängen können, dann wäre das auf jeden Fall schon mal ein dickes W. Wo sind die Forelli-Jungs? Aber ist mir im Prinzip eigentlich auch egal, wo die sind. Solange die uns hier in Ruhe lassen oder wir es zeitlich schaffen. Für das Wayne. Frage ist halt, wie sieht es aus, wenn wir das nicht schaffen? Weil wir die Pakete nicht mitgenommen haben. Sind sie so von Wichtigkeit? Oder ist es einfach nur eine Erschwernis? Sind die auf uns? Ich glaube nicht, oder? Bitte. Bitte lass es funktionieren. Lass mich die Mission schaffen. Sag mir nicht, ich brauche diese scheiß Drogentütchen. Komm. Ja, Mann. Nice. Wo hat er gespeichert? 20 Uhr. Hacke. Er hat echt nicht gespeichert. Dann müssen wir jetzt selber speichern. Ich glaube, es war auf jeden Fall so, dass ich in keinem Fahrzeug sitzen darf, damit er zwischenspeichert. Ah. Wo habe ich mich denn jetzt hier hin begeben? Ach komm. Und das hier eigentlich? Oh, okay. Ah, ja, eine Droge. Hätte ich mir auch denken können, die jetzt Slow-Mo macht. Lustig wäre es, wenn das jetzt die ganze Zeit so bleibt. Hä, was habe ich gemacht? Hab irgendeine Taste gedrückt oder irgendein Menü auf Windows geöffnet. Komm schon, komm schon, komm schon. Wie lange bleibt denn das jetzt so? Oh Mann, was habe ich mir da angetan? Okay, ist scheinbar weg. Entweder weil wir ins Auto sind oder weil die Zeit abgelaufen ist. Bin mir nicht sicher. Wir speichern den Blister jetzt einfach bei uns in der Garage. Why not? Yep, yep, yep. So. Kollege, gib mir dein Auto, auch wenn das ziemlich scheiße ist. Ey, Digga, du fährst mit Kopfhörern Auto. Wer macht denn sowas? Zumal das auch eigentlich verboten ist. Aber wir gehen wieder zu Joey. Ah, ich glaube, der ist aktuell gar nicht erreichbar, ne? Weil es schon nach 10 Uhr ist. Na, dann lass mal das Tee ausprobieren.
Boah, die Bremse, ey. Ey, das Ding hat gar keine Bremse, Mann. Verdammt. Walking out the laundry. Take a goddamn seat. So the laundry won't pay any protection, huh? The triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. Ja, und wie? Sorry, Ma. Yes, Ma. I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. 8-Ball can supply you with what you're gonna need. Hey. Oh. Rumors has it that the triads are bulletproofing. Oh man, warte mal. Triads are bulletproofing their vans now, so Tony left grenades for you at 8-Balls. Okay, das ist komplett anders als im richtigen Spiel. Hey! Im richtigen Spiel. Boah, diese Bremse von der Karre ist so trash. Guck mal, ich drücke die ganze Zeit auf die Bremse. Einzige, was man wirklich nutzen sollte, ist die Handbremse bei dem Fahrzeug. Das sind eigentlich im richtigen Spiel nur zwei Vans. Okay, wir sollen die aber diesmal Granaten kalt machen. The longer you hold, the further you will throw the grenade. Okay. Umso länger wir halten, umso weiter werfen wir sie. Oh, Junge. Federung und die Bremse von dem Fahrzeug. Das Fahrzeug ist eigentlich verhältnismäßig blink. Nee, es sind doch nur drei, okay. Dann sind es auch doch nur drei im Spiel gewesen. Aber ja, die sind ja auf jeden Fall jetzt bulletproof. Können wir die ausbremsen? Geht das? Warte mal. Oh Gott. Hat natürlich nicht geklappt. Natürlich jetzt ganz schlecht für mich. Das heißt, er würde auf jeden Fall jetzt alarmiert sein. Und erstmal so schnell nicht stehen bleiben. Ich muss den eventuell einfach zum Kippen bringen. Kriege ich das hin? Ah, nee. Das Ding hat jetzt extra Gewicht. Das wird auf jeden Fall nicht zum Kippen bringen möglich sein. Nehmen wir einfach jetzt mal den Truck. Vielleicht schaffen wir es damit. Das Päckchen liegt einfach immer noch da. Was uns das ganze Spiel jetzt schwieriger machen wird, sobald wir da einmal durchfahren. Oder vorne fährt er. Ey! Okay, der wird jetzt die ganze Zeit hier rumfahren. Das hatte ich nämlich im... auf meinem Steam Deck auch, dass sie hier die ganze Zeit ihre Kreise drehen, jetzt hier in diesem Gebiet. Das heißt... Gott, ich bin einfach selber fast umgebracht. Was geht denn hier ab? Mann! Ey! Mann! Ey Jungs, verpisst euch doch mal. Das ist doch so ein Kack hier, Alter. Wie soll man das denn schaffen? Man wird von allen Seiten abgefuckt, Alter. Von allen Seiten. Ey, jetzt hat das Spiel gerade 21. Ey. I don't get it. Ich will mich echt so ein bisschen hops nehmen. You're real smart. Danke, ich weiß, dass ich smart bin. Ey. Müssen wir diese Telefonmission machen? Kann man, warte mal. Let's. Ein Hustler,
Von 73. Okay, wir haben auf jeden Fall noch gut was vor uns. Rampage. Copter Distribute. Ich glaube, man muss diese Telefonmission nicht machen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die dazu zählen oder nicht. Ist halt die Frage. Frage aller Fragen. Boah, ey, das ist echt tricky. Da müssen wir jetzt wieder irgendwas überlegen, wie wir die am besten explodieren bringen. Ich muss wahrscheinlich wirklich die Bombe genau unter diesen einen dieser Trucks werfen. Gott, was mache ich denn da? Was ich vielleicht auch machen könnte? Mein Auto mit so einer Bombe bei 8-Ball ausrüsten. Und, ja, wobei, das bringt ja gar nichts. Dazu muss man ja eigentlich einsteigen, um das Ding in die Luft zu jagen. Aber ich kann es ja mal probieren. Warte, wir gucken erstmal kurz, was der hier sagt. Drive your vehicle into the bomb shop to attach a bomb. Kostet $1,000. Ja, aber die Frage ist, der Long... Ja, okay. Frage ist, wie kann ich dieses Ding dann... ich glaube über eine Remote Control, ne? Bomb will off when engine is started. Ja, toll. Sobald ich selber ins Fahrzeug wieder einsteige, explodiert das Ding. Also macht das hier keinen Sinn. Hätte ich mir auch diese Bombe jetzt sparen können. Ich dachte eigentlich, dass man die mit so einer Fernbedienung dann zünden kann. So habe ich es auf jeden Fall in Erinnerung gehabt. Scheinbar war das falsch. Oh Mann. Ey! Komm. Kollege, bleib. Hey Mann, wir sind schon wieder in diesem scheiß Ganggebiet hier. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall ein bisschen Stress haben. Ja, I call that a car. Die eine ist auf jeden Fall schon mal zerstört. Aber jetzt haben wir die Bullen halt am Hals. Aber wir können ja das Fahrzeug umlackieren, um die Bullen loszuwerden. Klingt das nach einem Plan? Müssen wir dann halt jedes Mal machen, dummerweise. Aber das könnte wirklich the way to go sein. Um irgendwie diese Kackmission schaffen zu können. Gibt, glaube ich, noch ein Spray and Paint irgendwo. Bin mir aber gerade nicht sicher. Okay, wir sind nicht weit. Schon mal gut. Bob! Ich dachte schon, der Bulle zieht mich gerade aus dem Auto raus. Frage ist, kann ich das Taxi zum Lackieren überhaupt bringen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Mach jetzt mal hier einen Monster-Stunt, auch wenn der wahrscheinlich in die Hose gehen wird und ich gleich auf dem Dach liege und die Mission dann gescheitert ist, weil ich erschossen werde oder irgendwie sowas. Oh, wir haben sogar einen Polizeistern gerade schon verloren. Ich glaube, ab 2 Sterne besteht die Möglichkeit, vor dem Kopf zu flüchten, oder? Oh,
Oder war es wirklich nur bei einem Stern? Okay, das funktioniert mit dem Taxi auch. Bei irgendeinem GTA-Teil ging das auf jeden Fall nicht mehr. Oh Mann, ich glaube bei Vice City war es. Ab Vice City konnte man Spezialfahrzeuge nicht mehr zum Paint and Spray... Spray and Paint? Keine Ahnung mehr. Bringen, um das Fahrzeug umzulackieren. Ich glaube Taxis, Polizeiwagen, Krankenwagen. Das ging alles auf jeden Fall nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Kann auch wieder sein, dass es einfach nur ein Hirngespinst von mir ist. So, der wird jetzt eh hier lang. Okay, der ist auf jeden Fall... Jawohl, er brennt. Nein! Oh Gott, ich dachte, ich bin tot. Aber ich hab's geschafft. Ich hab zwar jetzt die Cops an mir... Und vor dem muss ich jetzt auf jeden Fall flüchten. Frage ist, kann ich Polizeiauto jetzt umlackieren? Geht das? Damit die einfach die Cops los können. Aber wenn ich jetzt speichere, dann habe ich ja die Cops eh wieder an der Backe. Was ja eigentlich nicht so cool ist. Let's see, let's see. Aber wenn das geht, dann kann man wirklich alles. Okay, es geht. Es geht, nice. Perfekt. Ich glaube, ich muss aber speichern. Weil der Safe State, der gestellt oder gesetzt worden ist, ist zu 90% einer mit Polizei. Das will ich ja nicht. Okay, aber wir können ja spaßhalber mal laden, um zu schauen, ob wir die Polizei in der Backe haben. Okay, tatsächlich nicht. Wir wissen, dann können wir eigentlich auch hier weitermachen. Wir sind ja hier vorne schon bei Pony oder wie der heißt. Ich kann auch sprinten, Alter. Ich vergesse es immer wieder. Something smells fishy. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass. But don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. Okay. Nobody. The triad should keeping the cash inside Raffles Fish Factory in Chinatown. Okay. Aber warum habe ich jetzt zwei Waypoints? Oder zwei Markierungen auf der Karte eher gesagt. Was ist der Sinn dahinter? No! Shut the fuck up. Hä? Da ist irgendwas. Aber ich, wie soll ich denn da rein? Komm ich denn da rein jetzt? Ah, da. Verdammte Kacke, Alter. Wenn wir auch noch die scheiß Bullen an der Backe haben. Boah! Really? Gott.
Shit. Okay, das ist knifflig. Also da muss man wirklich, wirklich gut dodgen können. Wir haben halt gar keine Waffen, ne? Das ist halt das Ding. Okay, dann probieren wir es nochmal. Nicht easy, aber... Gott, Mann, diese Scheiß... Ich drücke als W, Alt und Leertaste, dann öffnet sich so ein komisches Suchfenster bei Google, sage ich schon, bei Windows. Ach, Mann. Okay, wir haben auch wenig Leben. Dann lass mal kurz beim Krankenhaus vorbeifahren. Um uns nochmal Leben abzuholen, bevor wir da reinstürmen. Wahrscheinlich sind wir deswegen auch so schnell draufgegangen. Oder die Chance, dass wir sterben, ist halt viel höher damit. So. Mann, ich dachte schon, ich habe schon wieder einen Bullen am Hals, aber nee, noch nicht. Aber gleich. Wo seid ihr, Ficker? Kann ich den da oben? Ja, den habe ich schon mal. Nein, ich muss nachladen. Frage ist, wenn die Cops mir jetzt auf den Sack gehen? Ich brauche irgendwas von hier, aber was? Oder soll mir das einfach nur markieren, dass hier der Eingang ist? Wahrscheinlich schon, ne? Was, woher? Wo kam er denn jetzt her? Nein! Er hat sich irgendwo versteckt, der Drecksack. Oh, da war noch einer. Man muss halt eigentlich vorher schon wissen, wo hier welche sind. Von hier oben? Das können wir von hier oben Gegner sehen. Gibt hier noch irgendwo welche? Scheint aber nicht so zu sein. Ich gebe mir nochmal die Uzi-Muni hier auf. Schau nochmal kurz, ob es hier noch irgendwo was gibt. Yo. For real? Wie soll ich das jetzt schaffen? Ah, er hat mich so genockt. Acht Leben. Zwei Leben. Verdammt. Lebt er noch? Kommen hier scheinbar nicht durchs Tor. Ah, mit zwei Leben, Alter. Gibt aber auch wirklich nichts, was mir das Spiel jetzt hier leichter machen wird. Sobald ich aus der Tür raus bin, bin ich Hackfleisch, Alter. Ich muss halt Glück haben, dass mein Auto noch da steht und kein Polizist in der Nähe ist. Aber ja, der erste steht schon hier. Die umzingeln mich hier gerade. Kann ich die irgendwie hier wegkriegen? Riskier's.
versuche das Fahrzeug jetzt zu lackieren. Um vor den Cops flüchten zu können. Bitte, bitte, bitte. Alter, zwei Leben, Junge. Mir darf nichts passieren, ne? Mir darf wirklich nichts passieren. Ich darf nicht mal von irgendwem ansatzweise angeschossen werden. Ansonsten sind wir gleich tot. Deswegen fahren wir kurz am Krankenhaus wieder vorbei. Ich hoffe, dass mich da keiner abschießen wird. Jetzt sieht es nicht so aus. Ah, Kacke! Wir waren ja erst vor kurzem hier. Aber was vielleicht heftig auch wäre, aber das wäre, glaube ich, zu schwer, dass es nur überall nur einmal Leben zum Aufsammeln gibt und danach spawnt das nie wieder. Das wäre wirklich, wirklich krass. Nice. Aber es ändert trotzdem nichts an der Sache, dass ich kein Leben habe. Wir können das einfach jetzt hier nochmal versuchen zu starten. Die nächste Mission, Salvador's Called Meeting. Don Salvatore has called a meeting. I need you to collect the limo and his boy Joey from the garage. Then get Luigi from his club. Come back here and pick me up. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Now get going. I'll get going. Was ist das für ein Wetter hier, Alter? Ist ja richtig landunter. Also trotzdem nochmal am Krankenhaus vielleicht diesmal Leben abstauben zu können. In der Hoffnung, dass es das resettet hat. Ja, hat's. Perfekt. Das ist wirklich gut. Ansonsten hätten wir echt, echt ein großes Problem. Okay, wir haben wieder den Anzug an. Aber wir müssen eh da lang. Ah, Kacke. So. Ah, ich weiß, was jetzt kommt. Wir müssen jetzt mit der Limo fahren. Yep, yep, yep. Jetzt müssen wir, glaube ich, hoch zur Villa fahren. Ganz oben im Norden von dem Stadtteil. War das so? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine schon. Ich will auch jetzt erstmal das Fahrzeug jetzt nicht beschädigen, in der Hoffnung, dass ich dann nicht irgendwie vielleicht doch noch irgendwie das Fahrzeug reparieren muss oder sowas. Will ich versuchen zu vermeiden. Ja, okay, wir müssen. Ich glaube, wir müssen erstmal noch irgendwen abholen. Ich glaube, den einen unten. Wie heißt er nochmal? Luigi oder wie der hieß? Genau, den müssen wir noch abholen. How you doing, kid? Fine, and you? So. Okay, wir müssen noch jemanden. Ah, jetzt müssen wir den Dings abholen. Bei dem wir die Questcard angenommen hatten. Der fehlt ja auch noch. Boah, ist die Karre langsam, ey. Boah, der wird natürlich vorne rechts einsteigen. Okay. Jetzt fahren wir hoch. Ah, die versuchen uns jetzt natürlich. Oh! Hä? Stats. Nee, warte mal. Stats in the briefs. You have been jacked. Stop the triad kidnapping Salt's boys without destroying the limo. Or there'll be hell to pay. Gott. Ah, okay. Das ging ja eigentlich. Vor allem, die sind jetzt hier getrappt.
Mann, ich drücke immer das Falsche. Hey, get back in the vehicle. Bin ich doch. Wieder einer hat es geschafft, rauszukommen. Oh nein, die Karre qualmt auch schon gut. Nein! Oh Gott, das ist mir in der Definitive Edition auch passiert. Nein! Ah, Kacke! Ich töte die jetzt erst. Ah, wobei, nein, das ist nicht so schlau. Dann kommt ja die Polizei. Wie viele sind denn von denen hier, Alter? Was explodiert da die ganze Zeit? Mann, Alter, ich hab's mir gerade selber verbockt. Die Limo ist auch wirklich ein Haufen Scheiße, ey. Aber wir probieren's. Hä? Er steigt einfach automatisch aus? Wenn die Karre zum Stehen kommt oder zu langsam wird. Why? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, ehrlicherweise. Du schaffst das, Ach, Kacke. Frage ist, fügt mir das Schaden hinzu? Weil ansonsten würde ich das jetzt mal mit ein bisschen Speed probieren. Kacke! Mann! Ich bin hier echt getrappt gerade. Ich habe halt Angst, dass die Karre auch noch in die Luft geht, ey. Wir sind so weit weg jetzt. Wir müssen jetzt erstmal einen großen Schleif wieder fahren. Aber ich hoffe, dass die Jungs vielleicht wechseln. Das wäre cool. Aber lustig, dass wir auf einmal aus dem Fahrzeug rausgeschmissen worden sind. Sozusagen gekidnappt haben. Und gut, dass es diesmal nicht regnet. Weil die Karre ist so schon echt langsam. Komm, gib Gas, Alter, gib Stoff. Ich glaube, die sind alle ausgestiegen, ne? Nice, geil. You did good back there, kid. Real good. Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi. Oh, my girls have been missing you so long, Salvatore. You've been away too long. You tell them once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? It's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey. Your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know. Strong. Firenze. She's good. Fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. Ah, danke schön. Danke, danke. Big Man, Big W, 10.000. Okay, wir könnten jetzt hier weitermachen bei Salvatore. Aber ich würde mir das tatsächlich für den nächsten Stream und die nächste Folge aufheben. Ich würde jetzt an dieser Stelle erstmal den Stream und das Video hier beenden. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr gerne über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Und auf jeden Fall nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und auf Twitch auf jeden Fall ein Follow da lassen. Ja, genau. An dieser Stelle, ja, bis dahin, Leute, macht's gut, haut rein und... Tchau!